und du schon ganz kurz ein bisschen in den Untergrund gerammt wirst. Danke für die Daria. Steuere ich mich so sehr rein? Ja, das kann sein. Ich hab halt die Daria lieb. Ich hab sie halt lieb, meine Daria. Ne? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier sind wir 93 Stunden mit der nächsten Ausgabe von Night and Conquest. Und ja, im letzten Teil habe ich im Verlies des Pandora-Turms zwei neue Mitstreiter im Kampf gegen Abaddon hier befreit. Einmal einen Wissenschaftler und einen Piloten, die uns mit ihrem Luftschiff in den Turm bringen können. Und ich habe das Laboratorium gesucht und man sieht auf den Wald vor lauter Bäume nicht. Hier ist dein Laboratorium. Ich muss es von dieser Seite ansprechen, das hat mir der Basti gesagt. Und wegen der Sache mit der Natalie und der Wüstenfestung hat er mir gesagt, erst wenn ich den Lazarus besiegt habe, wird das neue Gebiet freigeschaltet, indem ich dann die Wüstenfestung treffe. Also soll das eigentlich... Das bedeutet doch, im Grunde habe ich die Natalie zu früh besiegt. Da frage ich mich doch, hätte ich sie überhaupt schon besiegen können? Hatte ich einfach nur Glück gehabt? Was weiß ich, aber gut. Legen wir los, reden wir mit den mit dem Wissenschaftler im Labor und dann geht's auf zum Pandora-Turm. Willst du jetzt losfliegen? Zum Pandora-Turm? Ja, bitte. Okay, es kann losgehen. Raphael, bist du soweit? Bring das Flugschiff raus. Ei, Captain, Flugschiff wird in Position gebracht. Da ist es ja. Das Flugschiff ist startklar. Alle an Bord kommen. An Bord mit O-A-R-D geschrieben. Gut, es ist der englische Schreibweise, aber das Bord an sich, das Schiffsbord, ist es mit B-O-R-D. Natürlich, aber vieles klingt halt besser auf Englisch, ne? Zum Beispiel auch hier die Trippelklinge. Herr Triple Blade. Naja, sollte ich nochmal speichern? Sicher wär's, dann brauche ich mir das nicht nochmal anschauen. Alles bereit, David. Du kannst zum Pandora-Turm fliegen. Ich sehe sie. Hier stand. Einmal speichern. Bitte, Dankeschön. So. Herrje, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, gegen den anzutreten. Aber hey, im Notfall hätte ich ja auch noch hier meine Heldendränke. Aber ich habe auch noch meine Lunchpakete. Meine Brandbombe habe ich ja auch noch, die ich ja gar nicht verwende. Naja. Los geht's. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir erst auf... Okay, wir treffen erst auf ein paar Gegner. Ein paar Paladine. Ich sehe schon, das Tor ist geschlossen. Das heißt, ich muss gegen die kämpfen. Damit es hier weitergeht. Okay. Da bist du und ich dran. Du Einheit, du. Okay, wir haben wieder einen Soldat, zwei Schildeinheiten und einen Paladin. Na, das sollte doch hier zu machen sein. Heiliges Oben. Kapischke! Der Paladin ist zwar stärker, aber er ist jetzt nicht so stark. Wasserfall? Fabuschke? Ach, vorbei. Leck mich doch. Dauschlitzer, ihr Schildattacke. Autsch, ja doch nicht alle auf den Leon. Det eat hier fies. Zack. Und du, Liebe, wirst ihn heilen. Einmal stark. Jo, das braucht der 150. Das soll hier überleben. Der Paladin, der kann aber... Wenn ich ehrlich bin, der Paladin kann nicht so viel austeilen, wie ich es mir sonst vorgestellt hätte. Dafür, dass er eine stärkere Einheit ist. Zack. Und der ist auch langsam. Bada bim, bada bum, rums, bums, aus die Maus. Aha. 170 Gold, Schrott gefunden, Magietrank, 4 gefunden, Elixier stark gefunden. Ei, nice. Der werde ich hier ja versorgt. Mit allem kann ich... Es wäre praktisch, wenn ich seine Fähigkeit außerhalb von Kämpfen einsetzen könnte. Also seinen Ritterhelfer, aber gut. Vielleicht wird er auch ein bisschen zu stark. Na gut, eine zweite Einheit, wahrscheinlich wieder zwei Schilde. Ein Angriff... Oh, zwei Schilde, zwei Paladine, oh. Drei Schilde sogar. Oh, das wird jetzt aber hier ein bisschen härter hier.
Der Basti hat mir auch schon gesagt, wenn ich den Lazarus besiegt habe, werde ich eine sehr praktische Fähigkeit bekommen, die der Abel dann beherrscht. Und da bin ich ja mal gespannt, was es sein wird. Und Magie, Eistornado, da sollten, glaube ich, die meisten von ihnen schon erledigt sein. Aha, die Schildwachen sind erledigt. Gut. Autsch, nein, 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 nicht die Daria, nicht die Daria, huhuhu, nicht meine Daria, nicht meine Daria. Und wenn sie aus meinem Team geht, dann werde ich sie zurücklassen im Lager. Aber sie wird nicht sterben. Nein, nicht unter meiner Aufsicht. Ich hab dir doch viel zu lieb, dass ihr sie könnt hier sterben lassen. Die hat mir so gut geholfen im Kampf. Zack. 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 Und vorbei war es gewesen. Rabuschke. 255 Gold. Schrott gefunden. Magietrank 4. Elixier stark. Elixier stark. Alter, ich krieg ja Sachen zurück. Das wird ja. Das wird ja was. Okay. Magietrank wenig. Einmal für dich, einmal für dich, einmal für dich. Und dann machen wir hier ein Elixier klein. Einmal für dich, einmal für dich, einmal für dich. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gut, die letzte Einheit. Du bist auch gleich hinüber. Mal sehen, wie sieht... Okay, auch wieder 2 Paladine, 3 Wachen. Ja, mit meinen Flächenangriffen, ich das ja kein Problem. Im Moment setze ich zwar viel mehr auf Magie, aber bei diesen Gegnerhorden ist es aber auch wirklich ein Vorteil. Besonders jetzt mit dem Leon und seinem Flächenangriff. Eistornado! Und weg sind die Wachen! Der Mondschlag 2. Öche! Der hat aber reingehauen. Nein, nein, nö, nicht der Leon. Und der Leon schläft. Der schläft mal eine Runde. Objekt. Was ist gegen... Rote Kräuter ist gegen Schlaf. Die Daria soll sich selber heilen, sonst überlebt sie den nächsten Angriff nicht. Der Leon, ich glaube, der kann es nochmal aushalten, oder? Hoff ich doch. Bloß nicht den Leon, bloß nicht den Leon, bloß nicht den Leon. Dankeschön. Hui. Zack. Du heilst dich selber für alle Fälle. Und die liebe Daria kann nochmal einen Flächenangriff starten, oder? Da hat sie nämlich genau einen Punkt mehr. Zack. Und du bist hinüber und jetzt bleibt nur noch der eine. Eider daus, eider daus, eider daus, eider daus. Puh. Hat aber funktioniert. 255 Gold, Magietrank, Elixier stark, Magietrank, Elixier stark. Lieber Basti, gut, dass du hier dass die hier so viel fallen lassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Haben wir hier? Magietrank viel habe ich ja genügend. Habe ich ja zu genügen. Haben wir hier? Haben wir dort? Nein, nö, brauche ich jetzt nicht. Magietrank wenig. Nö. Alles gut soweit. Alles gut soweit. Okay. Ich hoffe, dass ich vorher nochmal speichern kann, so wie beim Melkier. Das wäre praktisch. Niemand hier? Hier könnten wir mal wieder mit dem Staubsauger durch. Meine Güte. Diese Feuerschale anzünden. Bitte was? Fitz? Das war jetzt aber nur Zufall, dass ich das gemacht habe. Anzünden? Fitz? Jo. Hätte ich das jetzt nicht gewusst. Ach, das ist hier... Ach, man muss eine bestimmte Reihenfolge erzielen. Fitz. 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 Ja, war es nicht gewesen. Fitz. Fitz. Naja, so viele Kombinationen gibt es ja nicht, oder? Gibt es hier irgendwo ein... Ah, wahrscheinlich hier auf der Tafel ist der... Na, wunderbar! Hier kann man speichern. Gut, gibt es hier irgendwo einen Hinweis, in welcher Reihenfolge ich das anzünden muss? Ich meine, natürlich, ich habe gerade gesagt, das ist einfach. 3 Kombinationen, aber trotzdem. Das ist jetzt einfach nur Try and Error. Kann ich hier ins Loch fallen? Ja. Nee, kann ich nicht. Nee. Fitz. Okay, welche Reihenfolge hatte ich jetzt schon mal? Also, das hatte ich als erstes. Dann mache ich jetzt das da unten zuerst.
Oder ich glaube, die Kombination hatte ich jetzt noch nicht. Oder doch? Ja, super. Jetzt muss ich mir genau die Reihenfolgen merken, oder was? Okay, da muss ich jetzt nochmal alles durchmachen. Das ist jetzt die erste. Das war jetzt die zweite. Da unten kommt dann die dritte. Nix hier. Okay. Dann probieren wir es anders. Nächste Reihe. Das ist die erste. Und du bist die zweite. Und unten kommt die dritte. Aha, das war's gewesen. Wunderbar. Kann ich mal abgespeichert, dass ich das nicht... Moment, da war ein Hinweis? Moment, war da jetzt ein Hinweis, den ich übersehen habe? Zu den Flammen. Entfache das Feuer in der richtigen Reihenfolge und der Weg öffnet sich. Och, was für ein Hinweis. Das war ja die ganze Regelung. Ich meine... Früher oder später hat man hier auf jeden Fall die Schalen angeklickt und irgendwas wäre passiert, oder? Ach du liebes Pistle. Nochmal zwei von denen. Ja, okay. Ich habe mich ja zum Glück hier fit gemacht. Da bist du der Erste, der fallen wird im Dreck. Zwei Schilde, ein Soldat, ein Paladin. Ja, das geht ja. Machen wir mal normale Angriffe, aber eher... Ja, kann Wassertornado. Machen wir erstmal ein bisschen Wasser. Machen wir sie erstmal nass und dann frieren wir sie ein. Das müsste doch effektiv sein. Kombo-Angriffe, oder? Autsch. Autsch. Aufschlitzer. Kapuschke. Was heißt hier vorbei? Vorbei? Ne. Nix hier vorbei. Du wirst getroffen. Dämonenschlag 2. Oh, vorbei. Ei, verdaus. Ei, verdaus. Er merkt, Elixier. Stark. Ach, der schläft auch noch mit seinem durchziehenden Mondschlag. Hat er ihn ausgenockt? Ach, je, ich muss ihn heilen. Ich muss ihn heilen. Angriff. Ich heile mit der Daria. Sicher ist es. Ich muss den Leon aufwecken. Oder... Ach, der ist jetzt schon wieder aufgewacht. Gut. Der kann also von alleine aufwachen. Er leck mich doch. Am verlängerten Rücken. Brutal! Yes! Das will ich sehen! Den will ich sehen! Puh. Moment. Ach, das ist ja jetzt ein Rätsel mit den Töpfen. Na, gucken wir uns mal den Hinweis an. Bring mir das Licht. Blut aus Unschuld. Meinen Frieden und ich öffne den Weg. Bring mir das Licht, Blut aus Unschuld. Öffne den Weg. Also ich sehe hier vier Töpfe und die müssen an bestimmte Positionen. Na, da werde ich mir gleich den Kopf zerbrechen. Erstmal werde ich deinen Kopf zerbrechen. Da wird jetzt hier nochmal mit Magie gespielt. Dass die Hexen neidisch werden. Ja, die Daria kann leider ihren Flächenangriff nicht mehr nutzen, aber sie kann... Ja, Mann! Oh, das war brutal! Schildattacke. Okay, bitte lass sie leben. Lass sie... Nee! Nö, könnt ihr vergessen. Auch wenn ich gewinne, nein, ich werde den Status laden. Mm-mm. Ich streng mich gerade auch gar nicht mal an. Nö. Ohne Daria gehe ich hier nicht weiter. Sie ist mein Schatz. Sie ist mein blonder Engel. Ja, macht mich doch fertig, wenn ihr wollt. Ist mir sowas schon Schnuppe. Oh, ihr habt mir die Daria genommen. Der Willen des Lebens ist aus meinem Körper entfleucht. Ich hätte sogar gewonnen, aber ohne die Daria ist nicht mehr so schön. Ohne Daria ist nicht mehr schön. Nee. Vergiss es. Hauptmenü. Nö. Vergiss es. Dann mach ich doch hier die rechte Einheit als erstes fertig, wenn die so hart ist. Dass ich dann nämlich noch meine ganzen Flächenangriffe habe. So, du hast mir meine Daria genommen. Ich werde dir dein Leben nehmen. Hallo, Roman. Die andere Einheit, die ist ja läppisch.
Ist ja kein Problem. Pam? Aber die hier, das ist ein Problem mit den ganzen Schildwachen. Aber jetzt sind sie nicht mehr. Löscht meine Darien, oh weh hier, meine Darien verletzt, dann mach ich einen Kopf kürzer. Und du bist schon ganz kurz, du bist ein bisschen in den Untergrund gerammt. Erst. Ach, danke für die Darien. Steige ich mich so sehr rein? Ja, das kommt schon. Ich hab halt die Darien lieb. Ich hab sie halt lieb, meine Daria. Ne? Magietrank wenig. Jo, hier, bitteschön. Ich hab keine kleinen Tränke mehr. Du sollst leben, deshalb gebe ich dir einen. So. Und du bist jetzt der Nächste, der fallen wird. Ich hoffe, das ist die letzte Einheit. Heilige Summen. Bitteschön, Kapling. Du machst hier einmal den Wasserfall, den schönen Tropfen. Und du machst ich wollte nicht verteidigen. Ich wollte mein Objekt nutzen. Ich wollte ja schließlich heilen. Ihr flinken Boom des Todes! Hört auf, mir auf die Nerven zu gehen. Zack, los, Daria. Heide, lieben Leon. Er soll ja bei uns bleiben. Zack. Kapuschke. Du lässt sie in Ruhe. Ah! Danke. 69. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und jetzt muss ich noch das Rätsel lösen, bevor ich hier rauskomme. Dann nutze ich doch mal eins meiner Lunch-Pakete, damit ich alle heilen kann. Ach so. Ein Lunch-Paket ist für eine Person. Ah, das ist doch für alle. Ja, das ist ja prima. Ja, das gefällt mir. Mir nee. Eine Hage. Ist es schön, zu Hause zu sein. Also, wie war das Rätsel? Bring mir das Licht, Blut und Unschuld, einen Frieden und ich öffne den Weg. Das? Oder muss ich das auf die Knochen schieben? Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht versaut, weil ich kann den Topf jetzt nicht mehr wieder zurückschieben. Bring mir das Licht. Ach, hätte ich die in der richtigen... Ich muss die vielleicht in der richtigen... Okay. Und jetzt, ich hoffe, den roten habe ich nicht gebraucht. Ansonsten weiß ich jetzt nämlich nicht, wie ich da hinkomme. Okay, das war's nicht. Okay, ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder alles spielen muss, nur weil ich jetzt den Topf blöd verschoben habe. Kann ich irgendwie ziehen? Moment. Ach so, Entschuldigung. Wenn ich Steuerung halte, dann kann ich ziehen. Okay, alles gut. Ist alles dandy. Okay. Jetzt wirst du geschoben. Und jetzt denke ich, jetzt brauche ich das Blaue. Nö, dann brauche ich erst das Weiße. Aha. Also Steuerung und Leertaste hast du gedrückt halten. Und Blau. Bitteschön. Auf die Reihenfolge kommt an. Wupp, wupp, wupp. Hehe. Und da haben wir... Ah, die ist so klein. Ich dachte, die Tochter wäre schon älter. Lazarus, du verdammtes Höllenwesen. Lass das Kind der Königsfamilie frei. Welch Hochmut, Havel. Mir Befehle geben zu wollen.
Ich sagte dir, dass ich dich bei unserer nächsten Begegnung töten werde. Ich erinnere mich, ist eine Weile her. Jedoch sind die Karten diesmal anders gemischt, du elendes Höllenwesen. Du kannst mich nicht besiegen. Also fall auf die Knie und ich verschone vielleicht noch einmal dein Leben. Du bist sehr mächtig und ich könnte einen Kampf verlieren, aber ich werde niemals vor dir auf die Knie fallen. Mutig bist du, Ritter, und du hast dich uns tapfer entgegengestellt. Aber am Ende wirst du getötet. Das wird das Schicksal zeigen. Ich gehe aber nicht ohne das Kind. Deine letzte Chance, dich zu ergeben. Oder der Boden wird mit deinem Blut bedeckt sein. Da muss ich dich aber vorher warnen. Das geht nicht mehr raus. Nein. Ich werde mich euch Dämonen noch niemals beugen und so lange kämpfen, bis das Land befreit ist. Dann hast du deine Wahl getroffen. Hey! Hä, Mama? Wo bin ich? Ach, auf der Turmspitze. Jetzt wirst du die Hölle kennenlernen und zugrunde gehen. Darf ich vorher nochmal speichern? Mein Schwert wird mich leiten, für die Menschen in Darunia. Dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Alles klar, Latrusch. Zeig, was du kannst. Anstatt Flächenangriffe sollte ich mich jetzt eher auf die Angriffe konzentrieren. Nein, das wollte ich nicht. Chaosbringer. Alter Falter. Magie. Ritterzorn. Die Daria tut sich selber lieber heilen. Ist, glaube ich, gerade mal sicherer. Pling. Und du, mein lieber Abel, nutzt jetzt deine Triple Klinge. Gut, 150 Schaden des Schattenklinge. Alter Falter. Warum immer auf die Daria? 1600 hat er. Ach du liebes Diesle. Ich will sie unbedingt am Leben erhalten, weil sie mir halt einfach als Brücke dient. Hm? Wenn einer von den anderen beiden geheilt werden muss. Dämonenkraft 2. Spießt sie hier mit Gravitation. Angriff. 131. Datet gut. Magie. Dämonenbrecher. Job. 136. Das ist prima. Zorn des Chaos. Was? Bitte was? Wie viel Schaden macht der denn auf einmal mit seinem Zorn des Chaos? Chaos-Tornado. Mann, hat der starke Angriffe. Also Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung, hä? Okay. Leck mich doch! Chaos-Tornado. Das trifft alles, das ist... Das Schlimme ist ja auch, es ist Zufall. Hä? Es ist Zufall, wie die treffen. Höllenkraft. Hat er sich gerade selber geheilt? Hat der sich gerade selber geheilt? Das ist ja nicht euer verdammter Ernst. Objekte. Lunchpaket. Ja, groß. Sollte uns alle heilen, oder? Moment, das Lunchpaket im Kampf selber heilt nur eine Person? Und nicht alle? Zorn des Kampf. Ernsthaft? Soll man irgendwie erahnen können, wann er Zorn des Chaos einsetzt? Weil wenn man da sich nicht verteidigt, dann ist man ja hinüber. Und ich kann mich ja vorher nicht richtig wirklich trainieren, dass ich einen hohen Level habe, sondern es ist einfach wie es ist. Macht das irgendwie extra Schaden? 117. Naja. Macht, glaube ich, die Typeklinge mehr Schaden. Ritterzorn. Objekte. Alle. Okay, das halt wirklich alle.
auch im Kampf selber. Haha! Leon, spring bitte nicht vom Turm. Ich brauche dich. Magie. Schwippelgelenke. Zack, zack, zuck. Angriff. 125. Jawohl. Magie. Dämonenbrecher. Job. Zorn des Chaos. Alter Falter. Lunchpaket Party. Lunch. Ich versuche gerade hier wirklich zu überleben. Ja, danke schön. Ich wollte gerade mit der Daria hier mein Lunchpaket auspacken. Du. Ich würde so gerne das Wort sagen, aber ich will es nicht tun. Und jetzt heilt er sich auch noch selber. Du kannst mich mal hier, du Tölpel. Jetzt heilt er sich hier die ganze Zeit selber. Ich krieg hier wohl hier den... Bitte was? Ich habe hier gerade mal einen Angriff eingesetzt und dann greifst du noch währenddessen an? Das ist ja keine feine Sache, oder? Ich kann uns ja nicht alle gleichzeitig heilen. Schattenklinge, ouch. Ich bräuchte noch mehr von diesen Angriffen. Ich könnte es schaffen. Aber dann wären Leon und Daria erledigt. Chaos Donado, ne? Das war's. Sapalot nochmal. Das ist der Zorn des Chaos. Wie soll man dem denn was entgegensetzen, wenn man nie weiß, wann der auf einen zukommt? Was sagt die Zeit? Fast schon wieder eine halbe Stunde. So. Und jetzt setzt er gleich Zorn des Chaos ein. Na, dankeschön. Alle heilen. Das ist einigermaßen. Das ist auch nur wieder Zufall. Das ist auch nur schon wieder Zufall, wann er diesen verdammten Angriff macht. Also, und ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn ich das später nochmal mache, weil an meinem Level ändert sich nichts. Es ändert sich nichts an meinem Level, es ändert sich höchstens vielleicht, wie viele Heilungsitems ich habe, aber auch wenn ich jetzt haufenweise Heilungsitems habe, ich weiß nicht, wann der Zorn des Chaos kommt. Es ist jetzt einfach nur wirklich hier auf gut Glück, dass man hoffentlich den nächsten Angriff übersteht. Ja gut, meine Damen und Herren, der Kampf gegen Lazarus hat begonnen. Derjenige, der hier mit mehr Verstand arbeitet, wird gewinnen. Im Grunde bin ich der Einzige, der den Verstand richtig einsetzen kann, weil das andere ist ein computergesteuerter Gegner, aber das wird eine harte Nuss. Das ist jetzt schon kommen. Aber dennoch, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat von Night and Conquest, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, hier 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.